Leute, was ihr verpasst habt, ist folgendes. Wir haben hier den Periscope-Stream angemacht und ich habe einen Song gemacht für Michael Reinke. Besten Braten gibt's bei Reinke. Yeah! Besten Braten gibt's bei Reinkes. Besten Braten gibt's bei Reinkes. Besten Braten gibt's bei Reinkes. Aber ich brat mir ein. Ich brat mir ein. Ich brat mir ein. Denn es ist Zeit für Gossick 2. Hammer. Hammer, Alter, geil. Wie du dir die Hits hier aus dem aus der hohlen Schlauch ziehst. Willst du, dass die Leute hier epileptischen kriegen von der Wand oder was? Ja, stimmt. Aber du bist so interaktiv, das ist ja fast schon. Das ist schon fast lame. Das ist ja unglaublich. Das ist fast schon lächerlich. Gut. Okay. Also, wir wissen übrigens, wir haben in der Werbepause versucht, die Haie nochmal umzuklatschen. Wir wissen, dass wir mit dem nächsten weggeklatschten Hai ein Level aufsteigen. Da freuen wir uns doch schon mal voraus. Yay. Vorsicht, du hast nur noch die Hälfte deiner Hälfte. Genau, das ist nicht schlimm, wenn er einzeln kommt, trifft er mich auch nicht. Guck mal, dann latze ich ihm direkt so einen über die Rübe. Das hat ihm nicht so besonders wehgetan. Aber der kann irgendwie gar nicht rankommen. Der klingt auch so ein bisschen nach Verdauungsproblemen, ne? Kein Wunder, wenn er hier die ganze Zeit. Das ist dein Zwölffingerdarm, der da rumläuft, Alter. Hier im Periscope-Stream sieht man die filigrane Fingertechnik von Michael Reinke. Man nennt sie auch die Finger. Wir sind eine Stufe aufgestiegen. Double Clap. Geil, ne? Double Clap. Hey. So. Tut mir leid, Keule, aber du hast einen Knacks am Wirsing. Hammer. So, das war ein Hai. Ich speichere. Ey, Entschuldigung, ich muss rumschreien. Wie, was denn? Neuer VIP, Michael R. Das neue VIP. Echt? Hier, du bist neuer VIP. Abgefahren. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Was heißt das überhaupt? Was sind meine Verpflichtungen jetzt? Du bist besser als andere Menschen, ja, aber auch schlechter. Das kriege ich hin. Aber auch wiederum schlechter als andere Menschen. So, warte mal, hol nicht deinen Bruder, genau, komm einzeln ran. Blefblorf, herzlich willkommen, Reinke. Mit Reinke VIP. Anton Entertainment, kein VIP, aber immer aufs Maul bei Gossick 2, großer Taxi. Trixi sagt, ja, danke. Sehr gut. Mann, können die einsacken. Ne? Hans Wurst möchte uns Grüße übermitteln aus dem Elbsand-Steingebirge. Kennst du das? Hä? Kennst du Elbstein-Sandgebirge? Elbsand-Steingebirge. Elbsand-Steingebirge kenne ich nicht, ich kenne das Elbstein-Sandgebirge. Das ist es nicht. Warte mal kurz. Ich habe jetzt kämpft. Oh, komm bloß alleine an. Als würde das Alphorn blasen, der alte Sumpfhai. Nein, nee, nicht zu zweit. Und ich kann auch nicht springen, weil dann springen wir wieder aus dem Spiel raus. Das ist doch scheiße. Wieso kannst du jetzt nicht springen? Weil dann die Umstelltaste irgendeine Windows-Funktion auslöst, die das Spiel zum Abschluss bringt. Ich muss eben hier den Leuten bei Periscope diesen fantastischen Nebel zeigen. Sehen Sie das? Mhm. Nebel. Ja. So. Da kann man mal ein bisschen Herzchen springen lassen bei diesem super Nebel. So, jetzt gehen wir nochmal zurück. Wie nur zwei Herzchen bei diesem fantastischen Nebel? Und dann gibt es hier nochmal Nachschlag. Ich speichere nochmal. Hier, man kann. Sehen Sie das? Sehen Sie, dass Michael Reinke speichert? Ja, spektakulär. Ich speichere. Jetzt sehe ich nichts mehr. Warte mal, das ist schlecht. Ah. Jetzt Vorsicht. Kommen hier schon wieder zwei Vorsicht, Brüder. Vorsicht. Ja, wo? Hinter Alter! Hinter dir! Und schon wieder zwei. Das kann nicht wahr sein. Ah. Nicht nochmal Nebel. Kein Nebel mehr gerade kurz. Nein, ich sehe selber nichts mehr. Wie soll ich da Nebel haben? Ich brauche einen Jagdhorn. So, hier raus kommen sie ja nicht, ne? Ah doch, die können auch kriechen. So, jetzt der hintere kann mal weg. Ja, sehr schön. Ja, oder ab. Jetzt den Lappen kriegst du weg. Mann, sind das dumme Viecher. Weil Nebel haben viele Leute Angst. Eieiei. René schreibt RNE POV underscore two guys underscore one nicht underscore so. Skeleton. LKV. Sehr, finde ich sehr witzig. So, jetzt der letzte Sumpfhai und dann finden wir hoffentlich Juan. Denn um Juan geht es uns. Moin, der schöne Juan lungert irgendwo im Sumpf rum und will bestraft werden. Vielleicht ist ja auch Juan eine Juanita. Mal hier, den schlafenden. Ah, nee, den schlafenden Sumpfhai. Der ist tot. Der doch schon tot ist. Aber er ist ja nur am Schlafen. Fantastisch. Ja, wo ist er denn jetzt hier? Ach, da ist er. Ja.
Ja, ich weiß. Du willst doch nur spielen, kleiner Sumpfall. Okay, Don Mixote schreibt, Juan ist aus dem Lager links. Aber warum hat mir denn die Mindori Weiger geschrieben, dass er rechts sein würde? Sie hat mich doch nie betrogen mit ihren Aussagen. Das verstehe ich nicht. Mindori, was ist da los? Wo wolltest du uns hinführen? War das eine Falle? War das eine falsche Fährte? Colin Nebel, das finde ich sehr gut. Was wir hier einsacken, ist ja unfassbar. Sumpfeilschlüssel looten, nicht vergessen. Ja, den haben wir ja schon. Haben wir schon, ne? Nichts zu plündern. Da ist nichts zu holen. Sehr gut. Oh, da schwimmt noch einer. Sag mal, das ist ja voll die Plage hier. Sweet Sumpfei. Oh, oh, oh. Ich überlege gerade, das sind ja quasi schwimmende Dickterme. Und wir befinden uns hier in einem Sumpf. Ob da irgendwie ein Zusammenhang besteht, weißt du? Das stimmt. Warum ist es hier so matschig? Ey, nicht Mindori haten. Mindori ist cool. Sie hat uns jahrelang fantastisch supportet. Jede ihrer Aussagen war fantastisch. Papa Frank ist am Start, du kleiner Splasher. Moin, du. Was? Papa Franco? Papa Papa Franco. Einer meiner lieben Papa. Ein lieber Kerl. Nee, Papa Frank ist am Start. Herrlich. Good times never been so good. Wirklich. Jeder tote Sumpfer ist wertvolle Experience. Genug gerulert. Erstmal ein Stück Pizza. Sagt Papa. So, erstmal einsalben mit der guten Creme, Mutti. Ja. Komm zum Salben. Ja. Gabi! Okay, weiter geht's. Das muss doch mal ein Ende haben hier mit diesen Viechern. Papa Frank aus Zossen ist da. Was ist das wieder für ein Mittwochabend? Das ist ja nur fantastisch. Wer sich das dann gehen lässt, was ist mit dem? Frag ich mich. Wer Papa Frank ist, fragt der Susuk. Weißt du auch nicht, wer Papa Frank ist? Nee. Papa Frank ist ja mit der Party. Warte mal, ich muss kurz konzentrieren. Sehr gut. Serdibert, neuer VIP. Moin, du. Alter Lappen, du. Geiler Boy. Joker fragt, wie kommt es, dass wir Gothic 2 spielen? Hat bei ihm Staub auf der Packung. Weil die hat auch alles Staub auf der Packung. Kann das sein? Guck mal, die Fuchse, Alter. Oh, ich bin hier hart im Bedrängnis. Gothic 2 ist halt nur Hammer. Nee, Joker, ernsthafte Antwort. Wir finden beide Gothic 2 so richtig schön eigentlich. Das ist ein Spiel, was es so heutzutage nicht mehr so gibt, so richtig. Uns verbindet, glaube ich, unsere Jugendzeit. Oder unsere gemeinsame Jugendzeit haben wir mit Gothic 2 verbracht. Und deswegen sitzen wir und wir feiern das Spiel. Und viele Leute finden das auch witzig, glaube ich. Das ist, ja, aber das ist eine Gesellschaft hier in Gothic, da fackeln die Leute nicht lange, weißt du? Da fackeln die Leute nicht. Da holen sie eher die Fackel raus. Wirklich. Weißt du, und die klatschen, wenn es nichts zu sagen gibt, dann hauen sie da eine runter. Und das ist einfach eine Utopie, in der ich gerne leben würde. Ist so. Eine utopische, schnaftige Welt. Sag mal, jetzt reicht's mir langsam. Wie viel ist das hier? Das ist ja unglaublich. Archivar schreibt, die machen heute die Umsätze des Jahrhunderts. Also wir haben nicht ganz Unrecht, weil nach diesem Tag haben wir vielleicht 2 Level geschafft. Hammer. Und dann können wir direkt in Stärke investieren, weil wir haben einen Stärketrainer. Das heißt, wie wir dann touchen können. Der Chat ist ein richtiger Splasher, schreibt er uns. Findest du das auch? Der Chat ist ein Splasher? Ja, der Chat ist der Hammer. Wir haben letztens schon erklärt, dass unsere Fans die besseren Fans sind. Selbst im schweren Vergleich auf Rocket Beans TV. Ehrlich? Seid ihr noch die Elite? Also wer, also die Besten der Besten. Die Chat-Elite. Ja. Ist so, ihr seid quasi, ihr seid quasi die Spitze, ja? Ja. Ihr seid quasi der Zuckerhut, aber nur der Zucker davon. Mhm. Nicht diese, du verstehst, was ich meine? Ja, einfach die geilsten Typen so. Und die anderen sind irgendwie nicht weil so cool. Ich glaube, ihr seid so Leute, ihr bratet euch auch gerne mal ein. So. Das glaube ich aber auch. Das ist schön mal hinwegzuwirbeln. So, jetzt habe ich aber wirklich mal genug gehauen hier. Ich will mal wieder ein bisschen Story. Ich weiß, das klingt komisch. Aber es ist so. Aber okay, ich meine, viele Leute werden jetzt wahrscheinlich auch später unter den YouTube-Kommentaren schreiben, Mensch, die beiden haben jetzt zu viel gelabert, beziehungsweise der Krogmann nicht vorgelabert. Aber jetzt sind wir gerade im Sumpf, Leute. Das dürft ihr nicht vergessen. Wir sind gerade im Sumpf. Eben, während hier die ganze Zeit Scheiße gelabert wird, hau ich die Scheiße aus den Monstern raus und wir leveln hier wie sonst was. Ja, und ich hole dir die Kohle ran. Was ist los? Richtig geil. Ja, wirklich, wir sind noch das Megateam. Das ist nur Premium. Hallo, mein Name ist nicht Dr. Sylven, denn Dr. Sylven hängt hier oben und ist unser Wolpertinger, der in dem Schloss von Leisenstein der Arzt spielen wird. Mein Gott. Den Arzt? Dr. Sylven wird ein Arzt sein und er behandelt sehr gerne, nein, er operiert sehr gerne in Behandlung 2. Okay. Und Wirt ist nämlich sein Assistent. Hm. Was soll ich sagen? Sie haben Krebs. Überrascht? Überrascht. Schon tot? So, wir speichern mal ab. Was wollten wir nochmal? Juan suchen. Ne? Juan suchen.
Und auf dem Weg dahin alles umhauen. Jetzt weiß ich allerdings nicht mehr, wo wir sind. Deswegen René Quip schreibt, Kogi, talke nicht immer between, du kleine Splash-Fresse. Das gefällt mir sehr gut. Ah. So, da sind wir. Was meinen die Leute, wo der ist? Der Juan? Der Gute? Also pass auf, wir sind ja vom Lager rechts lang gegangen. Und nee, jetzt sind wir schon wieder frontal vorm Lager. Ja, genau, dann lass uns einfach genau da weitergehen, weil sie meinen links lang. Also wir machen jetzt quasi die große Runde. Wir machen die große Runde des Glücks. Ja, wir sind aber nicht ganz rechts runtergegangen. Ne? Wir sind da quasi, ich kann es jetzt nicht zeigen, aber wir waren ja quasi in der unteren rechten Hohlkehle und sind dann, ja, dann an der Ente entlang wieder hochgegangen. Kann ja nicht stimmen, weil dann wären wir ja... Achso, warte mal, das Lager ist rechts unten, richtig? Wir sind einmal rechts rumgelaufen. Genau, ja, ja, dann lass mal jetzt genau dem Weg folgen. Ja? Dem Rand folgen sozusagen. Okay, weil wir kommen jetzt ja wieder zurück zum Lager, wir müssen auf jeden Fall umdrehen. Ja, ein bisschen mal abspeichern hier. Du, ist mir auch zu dunkel hier. Wollen wir vielleicht kurz... Also was ich anbieten kann, das ist... Zeit verschwenden und in der Hütte pennen oder so? Ja, bitte, ich habe auch immer so Angst. Das ist... Was sagst du? Im dunklen Sumpf. Ja. Kleine Splash-Fresse. Ja. Ja, die Leute fordern den Trance, aber ich kann den Trance noch nicht anbieten, denn vorher machen wir erstmal den hier an. Kriegen einen in die Schnauze. So. Ja, wir können gleich, also wenn es dann gleich in so eine Massenschlägerei ausartet mit Sumpffliegen, dann kannst du gerne ein bisschen mit Trance untermalen, ne? Ja. Das muss ja auch. Ich habe auch das Gefühl, dass du mittlerweile es akzeptierst. Ja, nein, das ist der Hammer, außer die Kämpfe sind halt schwer, ne? Das ist schon, dann ist es schon ein bisschen irritierend. Mit so einer miesen Jahrmarkt-Futzelmusik. Futzelmusik, diese billig gemachte Futzelmusik. Ich glaube, dieser Periscope-Stream ist tot, ich weiß nicht genau. Hier ist endlich mein Bett. Mann, Mann, Mann. Ich will wieder was sehen können. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Nee, ja, der Periscope-Stream ist an. Alle Leute freuen sich jetzt. Okay. Lex Landau schreibt, was? Warum auch immer, aber ich wollte was, fand ich ganz gut. So, jetzt sieht man nochmal wieder was. Jetzt ist ja der Zustand der maximalen Realität erreicht, oder? Maximale, was heißt das für dich? Maximale Realität heißt für mich, dass man quasi alles sieht, wo man ist. Weißt du, oben und unten, alles ist klar. Das Ziel ist klar vor Augen. Maximale Realität. Ja, absolut, Realität. Genau. Man kann halt wieder mal, der Nebel ist weg. Genau, ist klar, hier sind wir vorhin lang gelaufen. Das Wasser sieht übrigens genauso aus wie in GTA 5, in der Supermod. Das hier ist, ja, erzähl mir nicht. Das ganz hier, genauso. Das kein hier, Unterschied. Wirklich. Es ist auch blau. Was ist zum Beispiel hier in der Höhle? Da waren wir gar nicht drin. Wir sind hier direkt an dem komischen Bogenmeister vorbeigelaufen, haben die Höhle ignoriert. Vielleicht gibt es hier ja was Geiles. Vielleicht sitzt hier auch Juan. Ne, sitzt Tom. Warum sitzt du hier rum? Ich habe Ärger am Hals. Momentan ist es gesünder, Lori, wenn ich mich nicht mehr im Lager blicken lasse. Was ist los? Ich hatte ziemlich gute Beziehungen zu einigen der Piraten, verstehst du? Hab mich mit den Jungs immer vor ihrem Lager getroffen und gehandelt. Mann, ich hab für das halbe Lager eingekauft. Tom bringt mir dies, Tom bringt mir das. Und dann haut dieser Mistkerl Esteban dazwischen. Was ist passiert? Esteban hat Juan geschickt. Einen von seinen Jungs. Der Mistkerl hat uns aufgelauert. Ich war gerade dabei, mit den Piraten den Deal zu machen. Da kam er aus dem Dunkeln und hat sie mit zwei Schlägen niedergemacht. Ja. Mann, der Typ ist schnell. Aber nicht schnell genug. Ich konnte ihm entwischen. Micha, was dich sehr freuen wird, das hat jetzt nichts mit der Story zu tun, aber ich muss es dir sagen, weil der Chat ist zu schnell gerade. Ja. Your friendly neighborhood Satan ist jetzt auch VIP. Geil. Das finde ich auch fantastisch, muss ich sagen. Schön, dass du da bist. Und seit dem Überfall versteckst du dich hier? Ich bin zuerst zurück ins Lager und habe Fisk, Huno und den anderen Bescheid gesagt, dass sie ihre Lieferung vergessen können. Und dass Esteban hinter der Sache steckt. Wenn Esteban rausfindet, dass ich den anderen gesagt habe, dass er für die Sache verantwortlich ist, bin ich tot. Deswegen gehe ich nicht zurück ins Lager. Und sonst? Und sonst? Sonst? Sonst sitze ich hier rum und zähle Steine. Okay. Aber also noch ein Grund mehr, Esteban scheiße zu finden. Exakt. Und Angst vor Juan zu haben, ne? Den hat er auch erwähnt. Aber warum arbeitet er nicht, Tom? Ja, das stimmt. Der hat ein Bett, der hat eine Schatzkiste. Aber lege ich mich eigentlich schon wieder rein. Hab doch gerade geschlafen. Egal. So. Wir schauen mal, was in seiner Kiste ist. Sein einziges Hab und Gut, das gehört auch uns. Denn wir müssen Heldentaten vollbringen und er muss nur hier sitzen. Ey, wir müssen, ja. Ah, okay. 45 Goldmünzen. Ja, komm. Schönes Ding. So, raus aus der Höhle gibt's also auch nichts. Wir machen uns weiter auf die Suche nach Juan im Sumpf. Und so langsam haben wir auch den Sumpf schon relativ gut von Ungeziefer befreit. Du, das macht nichts mit dem Blut, das ist biologisch abbaubar. Eben. Und wir sind mal gespannt, was hier noch so kreucht und fleucht.
Also wir sind da jedenfalls mal ganz rechts geblieben, ne? Wie uns die Leute das gesagt haben. Kannst du einmal die Karte aufmachen? Mendori hat mir genau gesagt, wo es hingeht. Okay, warte mal, was? Ich will erst diese komische Gifthummel da. Den kleinen Splasher da hinten? Ja, die muss ich erst aus dem Weg räumen, bevor ich mich konzentrieren kann. Timo, hast du die Pizza schon auf? Ne, okay, danke. Ah, die ist aber flott unterwegs. Tja, Junge, da liegst du, was? Hammer, sehr gut. Wie, neue VIPs? Jerry B. Anderson? Jerry B. Anderson, alles okay, am Start. Ich mache jetzt die Karte auf. Ja. Und du sagst mir, wo das ist. Jo. So, wir sind ganz da oben jetzt. Hä? Warte mal, wir sind doch... Ah, ich habe mich komplett falsch orientiert. Ja. Hast recht, aber wir sind jetzt auf jeden Fall rechts gelaufen, wir laufen da jetzt rein, vielleicht ist er da ja. Midori schrieb, ein Riss im Osten. Das ein muss Riss ja ganz... im Osten? Mhm. Also da ganz unten rechts, oder was? Muss ja, oder? Ja, Osten ist ja rechts, ne? Ist so. In allen Belangen. Ja. Ja, den Witz hat bestimmt auch schon mal jemand gemacht. Warte, lass mal kurz auf, lass mal kurz auf. Ich will einmal kurz warten, bis der Chat uns korrigiert. Mhm. Also wir meinen jetzt quasi, da bei dem Zipfel, richtig? Da, wo die Karte quasi wirklich eingerissen ist. Mhm. Und da drunter, richtig? Da muss irgendwo eine Höhle sein, meinen wir das? Genau falsche Richtung. Ehrlich? Laufen wir jetzt gerade oder ist... Jetzt sind wir genau auf der anderen Seite. Ey, Wolfsrudel. Wolfstrudel meine ich. Wir haben uns alle zu Herzen genommen, aber... Rechts aber nicht ganz unten. Ja, das wissen wir, genau. Rechts aber nicht ganz unten. Ja, ist doch genau bei einem Riss da. Genau, yes. Das finden alle genau richtig, yes. Alles klar, trotzdem gucken wir, was hier oben Leute, ist. Leute, wir verstehen uns doch. Klar gucken Hammer. Wir jetzt. So, das finde ich schon spannend jetzt hier. Das scheint nämlich auch so ein Tempel zu sein oder so. Hammergeil. Was erwarten uns hier für große Abenteuer? Wenn es nur Fangheuschrecken sind, die uns im Weg stehen, dann ist das kein Problem. Oh, eine Kiste. Ja, das liebe ich. Call me Pain. Du bist ein neuer VIP des Abends. Hallo, call me Pain. So, erstmal ein bisschen hier mit der stumpfen Hacke. Schön einen weghacken. Mhm. Das erinnert mich immer ein bisschen an Monkey Island, muss ich sagen. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Drachenblut? Alter. Was kann man damit denn machen? Mal goldener Ring? Zieh es mal rein. Direkt mal trinken, oder was? Nee, angucken erstmal. Ja, wo mag das jetzt sein hier? Wo mag das Drachenblut sein? Ey Leute, wir haben Drachenblut. Ich raste aus. Das ist bestimmt irgendeine Ingredienz für irgendein wichtiges Utensil. Ach komm, brauchen wir jetzt gerade nicht. So, Truhe. Ah, scheiße. Alter, du hast richtig geil abgehackt, ey. Hör mal. Kurz speichern. Nimmst du einen neuen Flat, bitte? Nur wieder 9000. Boah, der neueste von allen. Der neuesten der neuen, der ist auch immer ziemlich gut. Der performt immer richtig. Hört sich gut an. Welche Richtung? Rechts, links. Ich sag wieder links. Jetzt sag ich wieder rechts. Ja. Hammer. Was gibt's da? Ein alter Schinken, ein Gletscherquarz, ein Beil und 4 Goldmünzen. Na, das hat sich doch gelohnt. Kein Wunder, dass die Kiste hier im Sumpf verrottet. So, was gibt's hier noch so? Nix mehr. Altes Gestrüpp. Ja. So, aber da vorne ging's ja noch weiter. War es das aufregend, du? Ich stehe auf sowas. Das ist so geheimnisvoll, weißt du? Ich finde das mega geil. Ja. Dieses ganze Sumpf-Setting mit dem Diebeslager, also das... Vor allem, wenn wie mächtig wir sind, wenn wir zurückkommen. Normalerweise haben die Leute ja gesagt, wir sind erst ins Minental und dann ins Addon-Gebiet. Wir sind jetzt einfach schon hier hingegangen, kommen dann ultra-mächtig zurück. Ja, weil wir kranke Facker sind, Weil wir kranke Facker sind. Und wie, was meinst du, wie wir dann die Orks da wegprügeln können? Wir können die ganze Belagerung einfach auflösen. Wir können sagen, Ende, Gelände. Ihr hört sofort auf zu belagern. Ich hau zu, sonst... Alter, hier war gerade eine Treppe, Micha. Da liegen noch Tränke. Oh, die hat mich ein bisschen erwischt. Das Drachenblut ist pures Gold wert. Wo war die Treppe? Irgendwo hier war vielleicht? Irgendwo war die noch? Eine Treppe war da nicht. Nee, ne? Oder geh nochmal zurück. Ach, da hinten, da in dem Loch waren wir doch, oder? Waren wir nicht in dem Loch? Geh nochmal rein in das Loch, du. Stimmt, da waren wir nicht. Ist doof, oder was? Alter, was ist da links? Was ist da links? Was ist da links? Stabkeule? Was ist da? Stabkeule, aber die sieht aus wie ein Zweihänder. Guck mal erstmal links, guck mal nach links, guck mal ganz schnell nach links, nicht weitergehen. Oh. Ah, das ist doch schon wieder so ein... Alter, das ist ein toter Schattenläufer. So ein verhextes Geschmeiß, ey. Alter Schwede. Wie versifft kann man sein als Lebewesen? Das ist ja ekelhaft. Was muss ausgemerzt werden?
Leute, letzte geht's ab. Feuerteufel. Kein Schaden. Fast kein Schaden. Sehr gut, sehr gut. Okay, nicht treffen lassen. Oh Mann. No chance. No chance. Ich bin ein privater Motivator, aber ich sage in diesem Fall no chance. Ja. Habe ich jetzt den richtigen geladen? Bin mal gespannt. Sind wir hier schon in der Höhle? Ja. Okay, der legt sich wieder hin. Alles ist gut. Wir kommen später wieder. I'll be back. Kleiner Pisser. Kleiner Pisser. Kleiner Splasher, du. Nuknack schreibt, wämst den Lümmel um und Transception im Kampf. Leute, das ist einfach... Also ich habe nicht das Gefühl, dass wir das schaffen können. An dieser Stelle. Also müsste... Den können wir auch gar nicht blocken, oder? Selbst wenn wir den blocken, haut er uns auch mal ein bisschen Schaden rein. Ja, nee, der ist nichts mit blocken. So, der Neueste der Neuen ist heute unser Freund. Da liegen noch Tränke neben der Treppe, schreibt Hexer. Wegen welcher Treppe denn? Hexer Flexagon schreibt das. Das heißt, wenn er das hier als Treppe bezeichnet, diese komischen Felsen hier oder was? Dann hast du eine geile... Dann weiß ich nicht, wo du herkommst. Dann hast du eine geile Bude, Alter. Was gibt's nicht mal in Brandenburg. So. Hier ist doch nichts. Geh doch mal nach oben. Ja, oben war ich doch schon. Ja, da muss ja wohl die Treppe sein. Aber hier ist aber auch noch das. Sonst kann er es doch nicht wissen, wenn er sagt, da war noch was. Oder vielleicht noch weiter davor. Nein. Geh mal zurück, wo wir eben waren. Guck mal, hier ist nämlich eine Treppe. Das ist die einzige Treppe weit und breit. Und da ist ein Trank. Und da sind auch... Okay. Okay, Hexer Flexagon. Ja, das hat uns geholfen, weil Tränke gehen uns schnell mal aus. Stimmt, wir müssen unbedingt jetzt die Werte der Stabkeule uns einmal reinziehen. Ja, nun spring auch, du Horst. Eieiei. Micha entscheidet sich dafür, in seiner unendlichen Herzensgüte den Feuerteufel kurzzeitig am Leben zu lassen. Eben. Ich komme zurück, wenn ich eine grobe Axt habe. Und dann spalte ich. Und das Vieh kommt dann an eine Leine. Dann direkt. Wird das Vieh gespalten. Nee, ich will es an eine Leine nehmen. Weißt du, wie geil wäre das denn? Ne? Das ist so eine S&M-Technik von ja, mir. Ja, und dann so richtig mit dem Vieh durch die Gegend latschen. Und sagen, Moin und Werner, dann, das war ein guter Freund von mir. Ja, genau. Hast du ein Problem? Geh weiter. Kopf ab. Noch ein Problem. Besser ist das. So, weiter geht's. Hast du dir die Stabkeule jetzt angeguckt? Ja, die ist schlechter. Minimal schlechter. Ja, 70 Schaden und die braucht sogar 70 Stärke. Wir haben ja sowieso voll die overpowered Waffe eigentlich. Wir könnten die eigentlich gar nicht tragen. Die hat nämlich 75 Schaden und braucht nur 45 Stärke. Da hinten läuft sehr ekelhaftes Geschmeiß. Ja, das ist schon wieder so ein Vieh. Nee, es hat nicht gebrannt. Nee? Er hat nicht gebrannt, alles klar. Es hat nicht gebrannt. Ist aber auch extrem stark. Wow. Ach, das sind normale. Das sind hier diese. Ah, nee, okay, die sind fies. Ich versuche mal einen. Okay, Apfelkuchen schreibt Zauber-Eisblock auf den Feuerteufel. Das wäre schön. Haben wir, glaube ich, nicht. Das ist ein Minecrawler. Aus Gothic 1, oder was? Ja. Das habe ich gut gemacht. Chris Brandybox schreibt, haltet euch rechts und sucht nach einer Truhe. Da ist ein geiles Schwert für euch drin. Ist das wirklich ein Zweihänder? Chris, bist du dir sicher? Oh, da ist ein Krieger. Ein Krieger. Der ist fieser als sein kleiner Bruder da gerade. Ja, der sieht doch geiler aus. Ist ein Warrior, Mann. And a Warrior never quits. And a fighter ever wins. So, ja, so ist doch der Spruch. Also, Micha hat sich doch den neuen Stab schon angeguckt, hat er gesagt. Ja, der ist nicht besser. Genau, aber die Leute möchten, dass du den Stab dir mal anschaust. Aber vielleicht hat das einfach einer nicht mitbekommen. Nee, das haben die nicht mitbekommen. Ich kann es gerne mal für die Leute machen, wenn es auch wirklich alle sehen. Ja? Da ist sie, die Stabkeule. 70 Schaden, unser Ding hat 75 Schaden. Geil. Und weg damit. So, Chris Brandybox schreibt, absolut sicher, dass da hinten ein schöner Zweihänder für uns ist. Geiles Ding, den wollen wir natürlich haben. Ja. In der geilen Höhle rechts rum. Nee, in der geilen Truhe rechts rum. Mit rechts rum meint er hier in der Höhle rechts rum oder was? Ah, da! Da ist er doch schon. Glaube ja, das meine ich. Hammer. Und die Gegner sind sogar so, dass ich so umgeklatscht kriege. Du bist ja auch mittlerweile nicht schlecht. Ne, eben. Also, unsere Zweihandskills. Muss man einfach mal so sagen. Man muss einfach mal sagen dürfen. One-Hit-Micha ist einfach mal nicht schlecht. Ja. Also, wirklich jetzt. Was bitte? Seid ihr nicht auch so 90er Jahre drauf? Aus welcher Internet-Jauche-Grube hast du das rausgewurstelt? So, warte mal. Wir wieder abspeichern, weil es kann sein, dass wir, ich kann nicht speichern, welche Sitze. Dass wir kaum noch Dietrich haben. Und wenn er uns jetzt abbricht, dann ist nichts mehr mit Truhe. Hier wird gefragt, warum wir dann dauernd speichern. Naja, weil wir sonst alles wiederholen müssen. Abgebrochen. Hört sich gut an. Abgebrochen. Rechts. Links, rechts war das jetzt? Links, rechts. Abgebrochen. Was? Links, links rechts. Rechts, rechts. Guck. Links. Links. Ah. Nochmal. Links, rechts, rechts, rechts. Links. Rechts. Auf.
Und da ist auch schon das geile Schwert. Runenmacht. Alter! Schaden, okay, benötigte Stärke 115. Aber geil! Trotzdem geil, das Ding im Gepäck zu haben. Man kann sich so auf den Rücken schnallen, weißt du? Ey, bitte einfach, dass die Leute, dass sie sich in die, weiß ich, dass sie sich einnässen, wenn die uns sehen. Hammer. Dann packen wir es aus, okay, und wir brechen zusammen. Ich frage mich gerade, ob ich nochmal lade. Hast du es dir gemerkt? Links, rechts, rechts, links, rechts. Ja, das war's. Links, rechts, rechts, links, rechts. Bei uns gehen echt langsam die Dietriche aus. Das war ein einfacher Paradiddle. Ja. Ja, stimmt. High five, Mann. Ah. Schon lange nicht mehr das Vorschussmittel. Und wisst ihr, wen wir gar nicht leiden können in diesem Let's Play, meine Damen und Herren? Das ist nämlich Erol, dieses feige Miststück. Das wird nämlich, der wird nochmal gelegt. Das wollte ich nur mal sagen an dieser Stelle. Hören Sie das, Erol. Was war das? Links, rechts, 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 links, links, rechts. Rechts. Oh, geil. Sag doch, einfacher Paradiddle. Runenmacht. Sauber abgeräumt. Erol, wir hassen ihn. Erol, du Schwein. Erol, ich folge dir auf Twitter. Ich krieg jeden deiner fiesen Schachzüge mit. Irgendwann stecke ich die Waffe nicht mehr weg. Und er auch nicht. So sieht es aus. Erol. Ja, das ist ein versiffter Senior. Sondergleichen. Ist so. Da hilft doch keine. Da helfen auch nicht mehr die Dritten bei dir, Alter. Nee, die werden rausgewichst. Zerwichst werden die. Rauszerwichst. Jede so, Nacht. Ja, aber den Rest hier in der Höhle kloppen wir auch noch weg, ne, wo wir schon mal da sind. Wir lassen nichts liegen. Nix. Aufs Maul? Oh, da sind aber viele, du. Alter, wollen die alle auf einmal Party haben oder was? Ne, das geht nicht. Ich hab nur für einen. Scheiß hirnrissigen Vollspastis. Ach komm, ich geb auf. Ja, reg dich auf, komm her. Aber alleine bitte. Ach, scheiße, Säule im Rücken. Ah. Yes, Mann. Schön weggesplashed. Ausgezeichnet. Muss man hier dann erst eine VIP-Account mit dem Namen Trance machen, um gehört zu werden? Ja, vielleicht, Vater Morgana. Okay, mach mal Trance an hier. Oder hast du nicht da? Hab ich da. Okay, mach mal jetzt Trance an. Da muss ich eben die Turbine wechseln. Falsch. Das kann man sich ohne Trance nicht geben hier. Alter, Minecrawler Super Trance oder was wird hier gefordert? Leute, seid ihr denn bereit für die maximale Transception? Mhm. Bist du bereit für die maximale Transception? Wo ist der Nebel? Bist du bereit? Keine Antworten? Ich bin bereit. Du bist bereit. Rein. Also die sind irgendwie ganz schön lullig hier. Na gut. Kriegt man auch so weg. Bis auf die Mama, die da draußen kommt. Okay, dann feuer alles raus, was du hast. Mr. Reinke fordert auf, lehnt zum Tanz ein, meine Damen und Herren. Das heißt wieder mal feuerfrei für Warm und Micha auf dem Weg zum absoluten Ruhm. Hier bei der Transception, dem Gothic 2 Super Let's Play, abends am Mittwoch. Jetzt geht's ab. Micha, bist du bereit? Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Ich habe mich zu lange gedreht. Perception in der. Alles klar. Jetzt, Mann. Und Trixie erwacht wieder, weil sie weiß, bei dem Lied hat sie diese Spruchrolle in ihrem Leib gekriegt. Und Micha findet es fantastisch. No fucking way. Und er zerlegt die Minecrawler, als gäbe es kein Morgen. Mit diesem Nebel hier und dieser fantastischen Klinge. Ein Breitschwert. Oh, das ist nur eine breite Sichel, ich weiß es nicht. Hilfe, warte mal. Und da kommt der Warrior. Er ist ein richtiger Splasher, ein Fighter. Aber Trixie, Micha und Micha werden schon wissen, wie er mit dem Warrior umgeht. Dann wird ihn nämlich schön die Dritten rauswichsen, richtig? Das versuche ich jetzt mal, pass mal auf. Okay. One and Micha, komm her. Der sich aufregt, ne? Schöner Poser. Nebel. Ja. Guter Nebel hier. Kriegt direkt einen in die fiese Kauleiste. Yes, Mann. Schön immer vorne schön drauf, bis die Denkmummel fallen. So. Was war das denn mit dem Warrior? Das war der schlechteste Warrior, den ich je kennengelernt habe. Leute, geht das hier ab um 23.27 Uhr oder nicht? Frage ich mich. Hier, eine super Fightcam von dem Meister. Wow, wow. Wenn sie mal hauen, dann hauen sie aber jetzt richtig. Seht ihr den Blick, wie Trixie ihn anschmachtet. Sehen Sie das? Yes, Mann, das geht ab. Das geht ab, schreiben sie alle. Hier, da seht ihr die geile Kette. Hammer. Okay, Kampf ist vorbei, Musik kann aus. Hier wird alles totgedanced, Leute. Das ist quasi die moderne Laserschelle. Das ist unser Ultimate. Tod durch Trance. Dafür wurde diese Musik erschaffen. Bist du wirklich sicher, dass das niedere Geschmeiß alles weg ist? Nee, nicht ganz. Aber ich muss mich kurz wieder konzentrieren und so. Der Kampf ist vorbei. Der Kampf ist vorbei. Du kannst ihn gleich wieder anschmeißen. Aber jetzt müssen wir mal kurz hier wieder nachdenken. Timo, links, rechts muss man sich erstmal Timo, warst du begeistert von dieser splashigen Transnation gerade? Links.
Da lacht er sich. Da blinken in der Kommandozentrale alle Knöpfe. Hat er sich extra die Lichtorgel parat gemacht, dass er das schön erleben kann. Fantastisch. Super, ey. Der alte Dance Warrior. Herzlich willkommen, Peter Gräbner, ein neuer VIP bei uns. Mit dem schönen Symbol P für Peter. Das finde ich gut. Du bist einer von uns, Peter. Rediger Splasher. Okay, musst du kurz mal neu laden. So, links, rechts, rechts, links, rechts. So. Als wenn ich hell sehen könnte. So. Eingesackt. Ich habe gerade gelesen, dass auf der anderen Treppe noch mehr Trans versteckt sei. Ja? Sehr, sehr gespannt. Jetzt gehen wir erstmal hier in diese Schweinehöhle rein. Die alte Schweinehöhle. Brauchst du Schweinrock dafür, oder was? Ja. Ah, das sind Ratten. Da musst du eher so Punkrock machen. Nix. Oh, wow, 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 wow. No chance, Alter. Ja, die waren zu zahlreich, leider. Ja, die muss ich einzeln anlocken, sonst geht das. Aber ich glaube, ich schieb's auch ein bisschen darauf, dass du ein bisschen noch die Transnation erwartet hast, die nicht gekommen ist. Meinst du? Also, meistens ist es so, ja. Ja, gerade fühle ich mich eher nach, ja, mach mal irgendwas, was eher so, ja, ein bisschen Atmo vielleicht. Weißt du? Bisschen Atmo. Dein Guardian oder so. Bisschen Atmo möchte der Mann haben. Guck mal, ob ich da irgendwas finde für den Meister. So, ich versuche nochmal die Viecher einzeln anzulocken. Nee, das funktioniert nicht, ey. Hallo, hallo, ich höre mich kaum. Ja, genau. Jetzt erzähl mal. Jetzt geht's los. Okay. Was zur Hölle? Neues von Schloss Neißenstein. Mit mir. Deaktiviert! Deaktiviert wurden die Viecher! Ganz geil, oder? Eieiei. Zu stark. Nee, die sind nicht zu stark. Ich hab den einen schon fast weggeklatscht. Ja, du brauchst andere Mucke. Ah. Ich weiß nicht, ob ich hingucken muss hier. Nee, da muss ich mich jetzt aber sehr konzentrieren. Okay. Ne? Das ist ja nervig. Warum sind die Viecher denn so stark? Das sind verfluchte Ratten, Alter. Da ist übrigens ein Ring, ne? Siehst du, ne? Da rechts. Ja, ich weiß. Aber ich will die erstmal weghauen. Nein, den kann man auch nicht übersehen. Das hab ich schon gedacht, dass du ihn gesehen hast. Warum kommen die denn nicht einzeln an? Ist ja super nervig. Ich muss sie zu zweit umbringen. Es geht nicht anders. Jetzt vielleicht. So, einzeln gehen die nämlich. Ich zieh das rein. Jetzt kann ich gleich den Bruder wegwemsen. Einzeln waren die super easy, kann das sein? So, komm her, Junge. Und zack. Wobei die eigentlich ganz knuffig aussehen, ne? Sieht jetzt nicht so aggro aus. Die würdest du eher auf die Schulter setzen als irgendwie. Auf die Schulter. Miau! Aber stimmt, du hast recht. Ah, wir machen mal wieder Werbung. Timo, jetzt gerade, wo es so spannend wird, jetzt haben wir einmal den ersten Trends abgefeuert und jetzt sagst du uns, wir müssen in die Commercial Breaks gehen oder was? Nein, lass mal ruhig Werbung machen. Wir, du musst wieder pissen, ne? Nee. Komischerweise nicht, weiß gar nicht, wo du das schwitzt hingeht. Du schwitzt wie die Sau. Ich schwitze gar nicht, das ist nur so glänzend. Von dem alten Schweiß, weißt du? Das ist so eine alte Speckschicht. Meine Damen und Herren, erleben Sie gleich, wie Michael Reinke, Trixi und ich fantastische Abenteuer in dieser Welt von Gothic 2 erleben werden. Da kann keiner abschalten. Bis gleich. Das wird viel zu geil. Bis gleich.